Ja, dann herzlich willkommen schon zu unserer vorletzten Live-Session in diesem Wissensmanagement-MOOC 2020 oder mittlerweile 21. Dieses Mal geht es um ein spannendes Thema, das wir ganz neu überhaupt in den MOOC aufgenommen haben, nämlich die ISO 30401 Knowledge Management Systems Requirements. Die haben wir neu aufgenommen, weil sie halt auch noch neu ist. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute der Mike Wagner bei uns ist. Das ist nämlich einer der Autoren dieser ISO. Also der kann uns wirklich nochmal so aus dem Nähkästchen erläutern, was da eigentlich drin steht, was die Zielsetzung ist, vielleicht auch ein bisschen Einblick geben, wie ist denn die überhaupt entstanden? Ja, wer hat das denn am Ende geschrieben? Das ist ein sehr spannender Prozess. Aber bevor wir da zu sehr in die Details gehen, Mike, ich denke, du stellst dich sicher auch noch mal kurz vor. Nur noch mal von meiner Seite. Wir haben uns kennengelernt, gerade in diesem Kontext ISO 30401 in einer Arbeitsgruppe der GFWM und jetzt auch einer Arbeitsgruppe des DIN zu einer DIN-Spec. Das wirst du sicher noch erläutern, was das ist und was da, woran wir da gerade arbeiten. Ansonsten ist Dr. Wagner promovierter Philosoph. Das finde ich toll. Und seit 14 Jahren beratend tätig im Wissensmanagement und unterstützt Unternehmen auch in ihren Bildungsprozessen. Heute ist er allerdings hauptsächlich in seiner Funktion eben Mitautor der ISO 30401 hier bei uns. Und damit übergebe ich auch schon an dich, Mike. Ja, vielen Dank, Gabriele. Ich teile gleich mal meinen Bildschirm. So, sieht man den jetzt gut? Ja, in Ordnung. Wunderbar. Also vielen Dank auch für eure Einladung. Du hast mir schon gleich ein paar Stichworte rüber geworfen, Gabriele. Es geht heute um die ISO 30401. Da möchte ich verschiedene Aspekte mal beleuchten. Ich möchte ein bisschen was über den Entstehungsprozess erzählen. Ich möchte ein bisschen was über die Kernelemente erzählen. Ich stelle mich vorher kurz vor. Ich bin nach wie vor Berater für Wissensmanagement. Schwerpunkt würde ich mal sagen, also Wissenssicherung und Netzwerke in Unternehmen. Das ist gebündelt unter MW Wissenskommunikation. Ich habe jetzt vor 2019 ein Institut gegründet mit der Professorin Christiane Hellmannzig. Und da machen wir auch das, bearbeiten wir auch das Thema Wissen, aber in einer ganz breiten Art und Weise. Die Christiane ist Ökonomin und hat einen Schwerpunkt in Knowledge, also Knowledge Spillovers zum Beispiel. Und wir bieten dann Studien und Beratungen auch an, die praktisch Wissen von einer makroökonomischen Perspektive betrachtet und ziehen das aber sozusagen runter bis ins einzelne Unternehmen. Das macht viel Spaß. Das läuft jetzt anderthalb Jahre ungefähr. Ich bin zudem, drei, vier Jahre Mitarbeiter beim DIN und in dem Zusammenhang bin ich abgeordnet auf die ISO-Ebene, das ist die internationale Normungsebene und bin da Experte für die Themen Knowledge und Competence. Daher werden also unterschiedliche Normen und Guidelines geschrieben und da arbeite ich sehr gerne mit. Das ist eine sehr schöne Diskussionskultur. Dazu erzähle ich gleich noch was. Ich bin zudem Dozent an der Rheinischen Fachhochschule in Köln zum Thema Wissensmanagement im Master Digital Transformation Management. Davor war ich Dozent an der Uni Hannover, auch mit dem Schwerpunkt Wissen und Innovation auch. Ich bin auch Autor und Referent, wie hier. Ja, das müsste zu meiner Person reichen. Also ich bin eigentlich gelernter Philosoph. Ich habe dann auch nochmal in einer Forschungsabteilung gearbeitet, bei den Arbeitgeberverbänden oder arbeitgebernahen Institutionen. Da will ich jetzt nicht drauf weiter eingehen. Viel interessanter ist nämlich, über was wir heute sprechen wollen. Und da möchte ich euch erstmal einen Überblick geben, wie es zu dieser ISO 30401 gekommen ist. Dann möchte ich euch so ein bisschen erzählen, wie das Ding eigentlich aufgebaut ist, welche Kernelemente da drin stecken. Und dann versuche ich euch ein bisschen ein Gefühl zumindest zu bekommen, einen Eindruck, was da eigentlich zum Thema Wissensmanagement passiert. Also es gibt eher so die formale Seite von so einer Norm und es gibt natürlich die inhaltliche Seite. Dann ein Blick auf den Nutzen von so einer Norm, auch auf die Grenzen, ganz wichtig. Und dann haben wir einen schönen Block für Diskussion.
Gabriele, ich komme gleich auf deine Einleitung zurück. Ich bin kein Autor, sondern ich bin Mitarbeiter in einer Working Group, die die Norm erstellt hat. Das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Wir alle sind keine Autoren. Eine Norm hat keine Autoren. Also ich habe mitgearbeitet, aber ihr werdet auch sicherlich gleich sehen, dass es ein sehr komplexer Prozess ist, der da abläuft, eine Norm zu erstellen. Und da gibt es keine Autoren. Und jetzt fange ich einfach mal an, so mit den zeitlichen Rahmen, was da also passiert ist. Es gab im Oktober 2015 gab es einen Kick-Off. Das heißt, aus der Idee, eine Norm für Wissensmanagement zu machen, ist eine Initiative geworden. Und die läuft in der Regel 3 Jahre. Und wir haben es auch geschafft, in den 3 Jahren zu bleiben, was relativ schwierig ist, wenn man also bei Null anfangen muss. Wenn man eine Norm überarbeitet, dann ist es natürlich einfacher. Hat man auch 3 Jahre. Was ist da passiert? Also über 30 Länder haben Beiträge geleistet. Es gab über 30 Meetings und über 1000 Inputs. Inputs sind einfach Kommentare, Verbesserungsvorschläge, die verarbeitet werden müssen und die die Norm dann schrittweise weiterentwickeln. Die ISO 3041 ist ein Standard, das ist jetzt mein Begriff, der höchsten Güteklasse. Da gibt es Abstufungen. Das hat einmal zu tun, wie gründlich so eine Norm überhaupt erstellt werden muss. Also bei der höchsten Güteklasse sind es da ganz strenge Regeln, an die man sich halten muss. Also man kann sie vergleichen mit der ISO 9001 für Qualitätsmanagement. Die kennt man, die ist etabliert. Das ist auch so der Goldstandard eigentlich. Aber wir haben uns gefreut, dass wir praktisch auf der Ebene die Anforderungen formulieren konnten. Es gibt dann auch sogenannte Guidelines, die sind schwächer. Da ist der Drafting-Prozess auch nicht ganz so rigoros. Und, Gabriela, das hast du auch schon angesprochen, erstens gibt es eine deutsche Version. Das ist also im Prinzip einfach die Übersetzung. Das heißt, aus der ISO 3041 wird eine DIN ISO 3041. Die ist praktisch fertig, die muss nur noch veröffentlicht werden. Auch da haben wir ja gut zusammengearbeitet, Gabriele, denke ich. Und dann erwähne ich auch gerne an der Stelle, dass es jetzt noch einen weiteren Schritt gibt, dass also die relativ abstrakte ISO 3041 jetzt von einem Konsortium so umformuliert wird, so angepasst wird, auch mit neuen Impulsen versehen wird, dass das für deutsche KMU leichter verdaulich wird. Das ist also eine DIN-Spec, das ist also, sagen wir mal, eine Norm, die relativ schnell geschrieben werden kann, innerhalb von 6 Monaten, maximal 1 Jahr. Und wir sind gerade dabei, die Anforderungen aus der 3041 so mit den Bedarfen von KMUs in Deutschland zu mischen, dass das hoffentlich für Leute, die einfach auch nicht die Ressourcen haben, da so eine fette ISO-Norm zu implementieren, dass das für die hilfreich ist, dass sie sich dem Thema Wissensmanagement also wirklich auch nähern können und dazu eben dann eine schöne, schlanke DIN-Spec zur Verfügung haben. So, jetzt schauen wir mal auf den Entwicklungsprozess. Ich habe euch ja schon gesagt, dass es da relativ viele Länder gibt. Also im Prinzip könnten das, glaube ich, fast 150 Länder sein. Also so viele Länder umfasst die ISO-Gemeinde. Aber das ist meistens natürlich nicht der Fall. Aber es waren doch jetzt hier 30 Länder. Ihr seht, das ist kunterbunt durch die ganze Welt. Dann gibt es Länder, die Kommentare geschrieben haben, also die sich dann praktisch hingesetzt haben, also einen Ausschuss meinetwegen haben in ihrem Land, die sich für das Thema interessieren und die lesen dann die verschiedenen Drafts, also die Entwürfe und machen dann fleißig Kommentare. Und dann gibt es eben nochmal so eine Kernarbeitsgruppe. Das sind dann die Menschen, die diese Kommentare einordnen, bewerten und verarbeiten zu einem Dokument. Und da trifft man sich dann auch physisch. In London war, in Paris war, in den USA war ein Treffen. Ich glaube, in Indonesien war ich nicht, war auch ein Treffen. Aber man trifft sich auch regelmäßig einfach über Zoom zum Beispiel oder Webex ist es, glaube ich. Und ich habe Israel,
gehighlightet. Warum? Weil Israel die sogenannte Convenorship hatte. Das heißt, die haben federführend die Dokumente bearbeitet, haben also sozusagen das ganze Heavy Lifting machen müssen. Und das war natürlich sehr verdienstvoll, weil das ist also ein Fulltime-Job, nicht ganz, aber nicht viel davon weg. Da hat die Maria Levy also sehr viel Energie reingesteckt und die Israel hat praktisch die Initiative auch angeschoben. Ja, und so hat sich das entwickelt. Ich möchte euch erstmal so einen Eindruck verschaffen, was denn überhaupt ein Management-Systemstandard ist. ISO-Norm oder DIN-Norm kennen wir alle. Jede Schraube ist ja irgendwie genormt. Und wir kennen auch Qualitätsmanagement in der Regel, die 9001. Und vielleicht kennt man auch noch ein paar Derivate daraus, für die Automobilindustrie zum Beispiel. Aber das Besondere an einer Management-Systemnorm nach den ISO-Standards, also nach den ISO-Regularien, besteht darin, dass es eine sogenannte High-Level-Structure gibt. Was ist die High-Level-Structure? Die High-Level-Structure ist sowas wie ein Gerüst, um das herum ein besonderer Management-Standard gebaut werden soll. Das heißt, wenn man ganz genau hinschaut, wird man erkennen, dass zum Beispiel jetzt die ISO 3041 hohe Ähnlichkeit mit der ISO 9001 zum Beispiel hat. Das heißt, die sind nach einem ähnlichen Muster gestrickt. Das ist, sagen wir mal, so eine Art Blaupause, die über ein bestimmtes Thema drüber gelegt wird. Und dann gibt es Elemente, die sehr ähnlich oder fast gleich in den unterschiedlichen Disziplinen sind. Und dann gibt es eben die Spezifika. Also natürlich ist Wissen was anderes als Qualität und Qualität was anderes als Risiko. Und Environment ist auch noch natürlich ein großes Thema zum Beispiel. Aber so viele Grundelemente sind sehr vergleichbar. Das hat Vorteile, das hat Nachteile, auf die gehe ich auch gleich noch mal ein bisschen ein. Aber ich wollte euch einfach mal klar machen, dass hinter so einem Standard ein Gerüst steht, das, wie ich finde, sehr gut ist. Also die Leute, die die High-Level-Structure geschrieben haben, die haben sich wirklich was gedacht. Da geht es nämlich im Grunde darum, was gutes Management bedeutet. Ja, also zumindest nach ISO. Man kann ganz andere Vorstellungen von gutem Management haben, aber die haben sich zusammengesetzt. Was bedeutet es eigentlich, gutes Management? Insbesondere, wenn ich das ja zum Beispiel dann auch zertifizieren lassen möchte. Also nach außen hin das Signal geben, hey, ich bin nach ISO zertifiziert, also laufen bei mir Prozesse zum Beispiel sehr gut ab im Unternehmen. Ja. Und da musste man sich auch erst dran gewöhnen und als Experte sozusagen, dass man da an sehr enge Regeln gebunden ist und an dieses Gerüst gebunden ist. Aber wenn man mal die Schönheit dieses Gerüsts erkannt hat, dann war das wirklich auch sehr produktiv für die Arbeit. Also zumindest für mich. Andere Expertinnen haben das vielleicht ein bisschen anders gesehen. Und der Witz ist dann, dass durch die Kombination der High-Level-Structure mit dem spezifischen Thema Anforderungen formuliert werden. Was sind Anforderungen? Na, Anforderungen sind praktisch wie bei einem technischen Gerät Feature, die funktionieren müssen, damit du dein Stempelchen bekommst. Ja? Anforderungen unterscheiden sich von Guidelines, von Leitlinien dadurch, dass du die erfüllen musst, um auch dein Zertifikat zu bekommen. Bei Guidelines sind es Richtlinien, Hinweise, du könntest, solltest es so machen. Aber in einem Management-System-Standard werden Anforderungen formuliert. Und dafür gibt es auch wieder ganz sozusagen brutal harte Regeln, wie so eine Anforderung formuliert sein muss und wie sie nicht formuliert sein darf, damit ein Auditor, eine Auditorin wirklich auch guckt, okay, so ist die Anforderung. Oder sagen wir mal auch der Katalog der Anforderungen und Unternehmen, stellst du das wirklich dar? Ja? Und das sind so die Kernelemente von so einem Management-System-Standard und die sind prägend für das Dokument, das jetzt da ist. Ja? Das muss man sich vor Augen halten. Das ist also keine Einführung ins Thema Wissensmanagement oder das ist auch keine, ich weiß nicht was, es ist kein wissenschaftlicher Artikel zum Thema Wissensmanagement, sondern es soll den Stand von Forschung und Technik repräsentieren in einer Form, dass Anforderungen formuliert werden, die dann von einer dritten Person zum Beispiel
begutachtet werden können, also auditiert und zertifiziert werden können. Das ist der ganze Witz. Das heißt, wer so einen Standard liest in der Hoffnung, dass er jetzt eine Einführung in Business Management bekommt, der hat zum falschen Dokument einfach gegriffen. Wie sieht dieses Gerüst aus von so einem, von dieser High-Level-Structure? Das mache ich jetzt nur ganz kurz. Aber es gibt eben ein Thema, in unserem Fall Wissen. Dann haben wir verschiedene Aktivitäten in einer Organisation, zum Beispiel jetzt hier führen, unterstützen, verbessern, das kennen wir im Prinzip alle. Das sozusagen, das Thema wird in dieses Räderwerk der High-Level-Structure eingespeist, wird dort verarbeitet und daraus ergeben sich dann diese Anforderungen, die dann in der Unternehmung, in der Organisation praktisches Handeln anleiten sollen. Das ist der ganze Witz. Ein Standard soll ja Organisationen besser machen, also dass die Anforderungen in die Tat umgesetzt werden. Und so ist der ganze Zug von einem Management-Systemstandard zu verstehen. Ja? Und das ist bei Qualität im Prinzip dasselbe wie bei Wissen, ist dasselbe wie bei Risiko. Aber da die Themen anders sind, werden sie anders verarbeitet, generieren andere Anforderungen und triggern dann anderes praktisches Handeln im Unternehmen. Was sind denn die Vorteile von so einem ISO-Prozess? Erstens habe ich jetzt auch schon darauf hingewiesen, die Kompatibilität mit anderen Themen. Das heißt, wer ein funktionierendes Qualitätsmanagementsystem hat, der wird sich ziemlich leichter tun, das Thema Wissen auch in seinem Unternehmen zu implementieren. Also zumindest, wenn wir den ISO-Zugang zu Wissen wählen. Es gibt ja auch natürlich ganz andere, das ist doch klar. Es hat, also ISO hat ja keinen Alleinstellungsanspruch. Aber wer gut Qualität Management nach ISO 9001 wird sich leichter tun, auch gut Wissen zu managen nach 3041. Es gibt eine, ich nenne es mal, sehr gute Stringenz in der Arbeit von einer, von der Erstellung von einem Standard. Das heißt, diese ganzen Regeln, von denen ich gesprochen habe, das sind viele hundert Seiten, die man da sozusagen beachten muss, führt dazu, dass die Expertinnen sozusagen an die Kandare genommen werden, dass sie eben nicht jetzt in endlosen philosophischen Diskussionen enden, sondern dass sie immer wieder aufgerufen sind, zu Potte zu kommen. Also Anforderungen nämlich zu formulieren. Also bitte, du kannst alles sozusagen argumentieren, was du möchtest, aber schau, dass du daraus eine Anforderung machst. Das ist eine hohe Anstrengung. Erstens, weil man sich selbst disziplinieren muss im Kopf. Zweitens aber eben auch, das steht unten ganz dick, weil das oberste Prinzip bei ISO-Standards der Higher Consensus ist. Das heißt, nicht der Größte und Stärkste oder mit den größten Titeln gewinnt, sondern das bessere Argument. Und wenn das bessere Argument nicht gefunden wird, dann muss man zumindest einen höheren Konsens finden, der also unterschiedliche Positionen miteinander integriert. Und das ist prägend für Management-Systemstandards. Das werde ich euch gleich noch zeigen, warum das prägend dafür ist. Aber der höhere Konsens ist praktisch das, die DNA, wenn ihr so wollt, von so, einer, von so einem ISO-Standard. Die Nachteile ist, glaube ich, auch schon klar geworden. Es ist ein Korsett. Die High-Level-Structure ist ein Korsett. Das ganze Regelwerk ist ein Korsett. Das heißt, man kann da nicht in Dauerreflexionen verfallen und man macht dort auch keine Wissenschaft. Ja, auf keinen Fall. Stand der Forschung und Technik, ja. Wissenschaft im Sinne von Innovation, etwas Neues bringen, nein. Der nächste Nachteil ist für die Anwender, für die User, dass die Anschaulichkeit auf der Strecke bleiben kann. Weil höherer Konsens, aber insbesondere auch, und das habe ich vielleicht noch nicht genug betont, ein ISO-Standard darf weder national gefärbt sein, noch spezifische Organisationen betonen. Also im ISO-Standard werdet ihr keine Formulierung finden, wie zum Beispiel das Unternehmen oder KMU oder auch Government natürlich nicht, also Regierungsorganisation. Es muss alle Organisationsformen und alle kulturellen und nationalen Besonderheiten
überbrücken, damit es in diesem Sinne ein echter internationaler Standard ist. Und das sozusagen reinigt alle Partikularitäten, hoffentlich raus, aber führt eben dazu, dass es im Prinzip sehr abstrakt ist. Ob es wirklich abstrakt ist, da habe ich meine eigene Meinung, könnte ich dann gerne in Privatdiskussionen mal ausführen, dass es im Grunde gar nicht abstrakt ist, sondern sehr konkret, nur die Formulierungen sind eben nicht blumig, kann man vielleicht sagen, aber es wirkt eben schon hölzern und abstrakt. Genau. Also bitte merkt euch das, der Standard soll alle Organisationsformen und alle Nationalitäten sozusagen covern. Und jeder soll, also von dem NGO bis zum Großunternehmen, sollen alle die Möglichkeit haben, diesen Standard auf ihre Organisation zu implementieren. Und das ist ein hoher Anspruch sozusagen. Ja? Also, und deshalb haben sie jetzt natürlich im deutschen Kontext gesagt, wir müssen den runterbrechen und wir müssen den KMU-tauglich machen. Das war der Grund, warum wir die Dienstback jetzt auf den Weg gebracht haben. Ja, damit bin ich schon im ersten Block durch und schaue gleich mal rein, um was es da eigentlich geht. Und so ist der Standard aufgebaut. Ja, das sind einfach jetzt zunächst einmal im Wesentlichen die Kapitel oder auch zumindest die logische Strukturierung. Da kann man drei verschiedene Körbchen voneinander unterscheiden. Das erste ist so der Vorspann. Da geht es erstmal um formale Dinge. Was ist ein ISO-Standard? Dann gibt es die Einführung. Warum machen wir eigentlich Wissensmanagement? Was ist der Nutzen für eine Organisation? Dann wird der Anwendungsbereich definiert. Das ist meistens ein relativ trockener Satz. Dann gibt es diese sogenannten normativen Verweise. Also steht der Standard in Bezug zu anderen Normen. Und das ist eine ganz wichtige Sache, dann werden Definitionen festgelegt, die dann natürlich prägend für das ganze Dokument sind. Das ist so eine Mischung aus eigenen Definitionen von den Wissensmanagement-Expertinnen und aber auch eine Vielzahl von Definitionen, die vorgegeben sind, wieder hier Stichwort High-Level-Structure. Dann kommt der Hauptteil. Und da spielt dann sozusagen die Musik. Da sind nämlich die Anforderungen drin. Nur in dem Hauptteil sind die Anforderungen drin. Nicht im Vorspann, nicht im Anhang. Ganz wichtig. Das heißt, bei einer Auditierung würde die Auditorin nur auf die Anforderungen im Hauptteil schauen. Der Anhang ist sehr informativ. Da kann man dann nämlich Prosa machen. Da kann man sozusagen den Geist noch mal ein bisschen rauslassen. Also das ist sehr wertvoll zu lesen, aber die Anforderungen sind im Hauptteil und ich habe euch jetzt mal hier Kapitel 4, Kontext der Organisation, gehighlightet. Warum? Weil dort drin die Musik spielt für Wissensmanagement. Auch im Bereich Unterstützung ist noch was da und in jedem dieser anderen Kapiteln sind auch einzelne Anforderungen reingesetzt, die spezifisch für Wissensmanagement sind. Aber in den meisten Kapiteln sind Anforderungen drin, die ihr fast wortgleich in einer ISO 9001 finden würdet. Aber die Musik, wenn ihr so wollt, und das Glaubensbekenntnis, das ist im Kapitel 4 Kontext der Organisation lokalisiert. Übrigens müsste man das nicht so machen. Das hat sich im Drafting-Prozess so ergeben. Man hätte auch Anforderungen, die wirklich spezifisch für Wissensmanagement sind, auch in die anderen Kapitel setzen können. Vielleicht passiert es bei einer Revision auch nochmal, dass man dieses Kapitel entschlackt. Aber so ist es nun mal jetzt. Das heißt, das Kapitel 4 ist der heiße Scheiß. So. Im Anhang, da sind sehr wertvolle Informationen drin. Also schaut euch mal das Kapitel 4 vor allem an, Kontext der Organisation. Und wenn ihr damit was anfangen könnt, ja, dann seid ihr im Geschäft. Jetzt zoome ich mal immer so ein bisschen stärker rein. Die blumige Sprache oder eben nicht so präzise Sprache findet sich in dem Anhang. Das ist hier praktisch so eine kleine Visualisierung der Inhalte von einem wichtigen Teil des Anhangs, also keine Anforderungen. Aber da geht es darum, was denn die ISO-Welt glaubt, um was es eigentlich da geht.
insbesondere bei dem Thema Wissen. Also wenn ich weiß, was Wissen ist, kann ich daraus ja auch dann ein Managementsystem ableiten. Und da hat man sich darauf geeinigt, dass Wissen als etwas angesehen werden sollte, was ein Kontinuum darstellt. Spektrum auch, das sind ja Metaphern. Also wir reden hier eben nicht nur einfach von Informationen zum Beispiel, die in einem Unternehmen verarbeitet werden, also im Wesentlichen wahrscheinlich dann digital. Wir reden aber auch nicht nur von sowas wie Erfahrungen oder praktisches Know-how, sondern es ist eine ganze Bandbreite, die der Anhang spricht dann von Wissensformen und auch von Wissenstypen. Das ist nicht genau spezifiziert, der Fall einfach, das muss man zur Kenntnis nehmen, das ist nicht genau, also was ist eine Wissensform, was ist ein Wissenstyp, wie kann ich das auseinanderhalten? In dem Augenblick, wenn solche Begriffe im Hauptteil drin stehen würden, müsste man das genau definieren. Das hat man dann sozusagen in Anhang geschoben, weil es dann noch ein bisschen weicher formuliert werden kann. Aber die Idee ist, dass Wissen im Unternehmen vorliegt und dann transformiert werden muss. Teilweise muss es natürlich auch nur weitergegeben werden, wie das bei Informationen oder Daten auch der Fall ist. Aber die Transformationen von Wissen, zum Beispiel Internalisierung von Informationen zu Kenntnissen und dann Umsetzung in Arbeitshandlungen, die dann Produktivität erzeugen oder den Zweck erfüllen sollen, eben der Arbeitshandlung. Diese Grundannahme ist prägend für die ISO 3041. Und wer damit schon Schwierigkeiten hat und sagt, naja, das sind doch im Wesentlichen Informationen oder so etwas, da gibt es auch gar keine Transformation, naja, dann muss man eben darüber diskutieren, ob wir über Informationsmanagement sprechen oder über Wissensmanagement. In einem anderen Anhang, an einem anderen Teil des Anhangs, wird dann Wissensmanagement auch abgegrenzt von naheliegenden anderen Disziplinen wie Informationsmanagement, wie Personalentwicklung, wie Learning and Development, wie Qualität natürlich auch. Da ist vielleicht auch zu wissen, ein ISO-Standard darf nur ein Thema behandeln und nicht mehrere. Und wenn es zu einem Thema bereits einen Standard gibt, darf ich mich dazu eigentlich nicht verhalten, sondern darf nur darauf referieren. Man darf also nicht im Garten der Kolleginnen wildern. Und aber hier auf einen Blick, wir reden bei Wissen über ein Wissensspektrum, wir reden davon, dass Wissen transformiert werden muss, um Produktivität zu erzeugen, im Sinne von gut für, also die Zwecke der Organisation werden dadurch erfüllt. Und das ist prägend für die Anforderungen. Also hier steckt der Mehrwert drin. Mehrwert bitte nicht lesen im Sinne von jetzt eben monetären Benefit, sondern im Sinne von der Zweck der Organisation wird dadurch gefördert oder erfüllt. Dann gibt es einen Teil, der ist auch nicht im Anforderungsbereich drin, sondern in der Einleitung. Das sind die sogenannten Guiding Principles. Die sind auch sehr wichtig. Die kann man sich auch mal durchlesen. Und da wird sozusagen näher erläutert, was denn Wissen ist. Also da werden verschiedene Principles angegeben und da wird dann eben festgehalten, dass Wissen zunächst einmal ein komplexer Sachverhalt ist und die Messbarkeit nach wie vor, das wissen wir alle, noch nicht zureichend entwickelt oder eben man kann sie gar nicht zureichend entwickeln, deshalb habe ich ein bisschen rumgeeiert. Es wird nur festgestellt, dass es schwer messbar ist. Wissen hier auch, Glaubensbekenntnis, wenn ihr so wollt, wird von Menschen erzeugt. Das bedeutet nicht, dass wir nicht auch zum Beispiel Knowledge Flows, also Wissensflüsse zwischen Systemen haben können. Also das ist alles auch integriert, aber am Ende ist immer irgendwo doch auch der humane Faktor mit integriert. Ja, das ist ein hartes, klares Statement. Und Wissen bemisst sich am Impact für die Geschäftsergebnisse, habe ich jetzt hier geschrieben. Deshalb, Business hat ja im Englischen ein bisschen andere Bedeutung als im Deutschen wahrscheinlich. Das heißt, eigentlich müsste man hier auch immer schreiben, Zweck der Organisation. Aber ganz wichtig auch für mich persönlich, finde ich das eine ganz gute Sache. Wissen ist nicht irgendwas, was rumsaust oder so etwas. Ist zwar intangibel, aber wir sind immer aufgerufen, auf den Impact zu schauen. Also was hinten rauskommt, wenn Wissen angewendet wird. Also nicht, was habe ich im Kopf drin, sondern was habe ich in meinen Arbeitshandlungen drin, die irgendetwas in der Welt verändern.
Da ist Wissen sozusagen lokalisiert. Es geht immer um den Impact. Und das ist aber eine Forderung der High-Level-Structure. Ja, also das passt auch ganz gut zu Wissen. Und man kann natürlich die High-Level-Structure auch unterschiedlich interpretieren. Aber ein ISO-Standard geht immer darum, welchen Nutzen bringt eine Aktivität für den Zweck der Organisation. Also immer Impact, Impact, Impact. Was kommt hinten raus? Was ist das Ergebnis? Welchen Beitrag leistet Qualität, Wissen, Risiko, dass der Zweck der Organisation erfüllt wird? Das ist eine ganz wichtige Sache. Ich finde es sehr sympathisch, weil dann Wissen in diesem Sinne greifbarer wird, in diesem Sinne dann nämlich auch messbarer wird und in diesem Sinne auch für ja häufig in der Regel Wirtschaftsunternehmen tangibler wird. Ja, also ich finde, das finde ich sehr gut, das kann ich sehr unterstützen, also auch persönlich sozusagen. Und eben das Wissensmanagement übergeordneten Geschäfts- oder Organisationszielen dient. Das heißt, Wissensmanagement muss sich immer auch rechtfertigen können, welchen Beitrag leisten wir eigentlich. Also dadurch wird Wissensmanagement natürlich stark verankert in der Organisation. Und wir haben da vielleicht alle Vorerfahrungen, dass Wissensmanagement-Initiativen teilweise von Personen sehr stark getrieben werden, teilweise so von partikularen Herausforderungen. Aber als Management-Systemstandard muss immer klar sein, welchen Beitrag das Managen von Wissen für das Management, für die Gesamtorganisation beitragen kann. Genau. Also das ist so der Rahmen. Jetzt kommt es zur Definition von Wissen endlich. Also Wissen wird aufgefasst als personales oder organisationales Asset. Im Deutschen dürfen wir auch Ressource dazu sagen. Also in der deutschen Übersetzung steht hier auch Ressource. Das wirksames Entscheiden und Handeln kontextabhängig ermöglicht. Also immer, der Kontext ist immer ganz wichtig. Das heißt, es geht um gutes Entscheiden, es geht um gutes Handeln in Kontexten und dazu ist Wissen praktisch die Grundlage. Ob ermöglichen da eigentlich das richtige Verb noch ist, kann man sich auch drüber streiten, aber also im Sinne eines Enablings. Aber das ist die Definition und darin ist eben auch eingeschrieben, dass es immer outcome-orientiert ist sozusagen. Was schaffe ich, was kann ich mit Wissen? So, und jetzt springe ich gleich munter rein in bestimmte Perspektiven, die ISO anbietet für Wissensmanagement. Da gibt es ganz klassisch, kann man eigentlich sagen, verschiedene Handlungsfelder. Da geht es einmal darum, neues Wissen zu erlangen, aktuelles Wissen zielgerichtet anzuwenden. Klar, hier geht es dann in die Arbeitsprozesse rein. Dann ist aber auch wichtig, aktuelles Wissen zu sichern und vorrätig zu halten und überholtes Wissen angemessen zu handhaben. Das heißt, dass es vielleicht Vorschriften gibt, die nicht mehr gültig sind. Die müssen auch als solche gekennzeichnet werden, aber ich muss sie doch noch irgendwo halten, damit ich weiß, warum ist vor 3 Jahren Entscheidung auf Grundlage dieser Vorschrift gemacht worden, als Beispiel einfach. Also das eine ist eher die Risikovorsorge und beim anderen geht es einfach darum, den Zweck der Organisation zu erfüllen, sprich also in wirtschaftlichen Unternehmen Produktivität zu generieren. Das ist ganz Common Sense, glaube ich. Da ist nichts Neues, es soll ja auch nicht innovativ sein. Eine andere Perspektive parallel dazu ist, dass entlang des Spektrums, von dem ich vorgesprochen habe, sogenannte Knowledge Flows ablaufen. Das heißt, Wissen wird strukturiert und neu kombiniert im Prozess der Arbeit. Es wird verinnerlicht, das heißt, wir haben eine neue Idee, unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Wissensgehalten, sage ich mal, setzen sich zusammen, finden eine neue Lösung. Das muss verinnerlicht werden, nicht nur in meine Birne, sondern auch in die Prozesse. Die Wissensarbeiterinnen werden produktiv, verarbeiten das und aber aus der Ursuppe des Abends, des Arbeitens, wird dann wieder neues, frisches Wissen, zum Beispiel, es kommt zu der sagenumwobenen Explikation von Wissen, also ich mache sie explizit, greifbar, kann sie dadurch strukturieren, neu kombinieren und das sind im Wesentlichen, was im amerikanischen Diskurs ja vor allem sehr stark die Knowledge Flows sind, die werden hier mit Anforderungen hinterlegt, das heißt, eine Unternehmung muss klar machen, dass diese Knowledge Flows
systematisch gemanagt werden. Also gibt es Prozesse, wie gelernt wird? Gibt es Prozesse, dass zum Beispiel aus dem Prozess der Arbeit heraus neue Ideen entstehen dürfen und können? Gibt es Verfahren, dass Menschen, zum Beispiel auch wieder immer nur Menschen, zusammenkommen, um ihre verschiedenen Wissensgehalte zusammenzubringen, damit neue Ideen entstehen können und natürlich auch, dass immer wieder ein externes Wissen auch zugeführt wird, das ist ja klar. Genau, das ist so das Räderwerk, so ein bisschen diese zwei Ebenen und eine Unternehmung muss einfach zeigen, dass sie diese Prozesse adressiert hat. Blick auf die Menschen, auf die Akteure, also es gibt natürlich laut ISO Verantwortliche für KMS, also Wissensmanagementsysteme. Es gibt Rollenträgerinnen innerhalb dieses Systems, also sagen wir mal jemand, der eine Community of Practice leitet. Und es gibt aber natürlich die User, und das sind alle, das heißt, die vom Knowledge Management System partizipieren, die Teil davon sind, die davon Nutzen haben, um ihre Arbeit besser zu machen. Und alle sind in irgendeiner Form in der ISO mit Anforderungen beglückt. Und natürlich, die Unternehmensleitung ist bei ISO-Standards immer mit dem Boot. Das ist ganz wichtig. Da gibt es auch viele schöne, tolle Anforderungen, die Unternehmensführung dazu zwingen, Farbe zu bekennen, Commitment zu zeigen zum Beispiel, damit eine Zertifizierung überhaupt möglich ist. Also das ist für einen Knowledge Manager natürlich ein großes Asset zu sagen, wenn du die Zertifizierung haben willst, liebe Geschäftsführung, dann musst du dich darauf auch committen, sonst kriegen wir es nicht. Und dann kannst du deinen Geschäftspartnerinnen nicht signalisieren, dass dein Wissen professionell gemanagt wird. Wir sind beim Nutzen. Letzte Folie. Sind auch gut in der Zeit, würde ich sagen. Also ich denke, die Norm bringt doch einen Blick darauf, besser zu verstehen, wie man Wissen nutzen kann, aber insbesondere auch, wie diese Prozesse zu steuern sind. Das ist abstrakt, das hatte ich schon gesagt. Aber da diese Kandare der High-Level-Structure vorgegeben ist, war man eben auch gezwungen, immer hier Farbe zu bekennen. Und das ist auch für Leute, die sich jetzt schon weiter mit Wissensmanagement beschäftigt haben, interessant zu lesen, würde ich mal sagen. Was ich persönlich sehr toll finde, ist, dass Wissensbarrieren, also Schnittstellen zum Beispiel zwischen Abteilungen, die werden ganz klar adressiert. Warum? Weil wir dieses System haben. System heißt ja, dass die Elemente miteinander verbunden sind. Und man kann sagen, man bekommt eine Brille aufgesetzt, um wirklich mal auch zu verstehen, wie diese Knowledge Flows fließen oder aber eben auch nicht fließen. Und dann ist man eben aufgefordert, diese Barrieren zu reduzieren zumindest. Dass es einen klaren Fokus auf effektive Aktivitäten hat, habe ich ja schon jetzt ausführlich betont. Die Bewertbarkeit von Wissen wird zumindest verbessert, weil outcome-orientiert. Die Kompatibilität mit anderen Managementsystemen ist gewährleistet und kann nicht nur, also die vereinfacht nicht nur die Implementierung, sondern eben auch dann die Steuerung und das Betreiben von den unterschiedlichen Wissensmanagementsystemen. Also da gibt es natürlich jetzt noch keine Vorerfahrungen, weil, soweit ich weiß, eine ISO 3051 noch nicht umfänglich implementiert worden ist. Aber im Prinzip kann man dann die unterschiedlichen Themen aus einer Hand managen. Das ist zumindest die Hoffnung von ISO, dass das mal klappen wird. Und die unterschiedlichen Wissensaktivitäten müssen aufeinander ausgerichtet sein. Das heißt, ich kann nicht nur einfach jetzt hier eine IT-Initiative starten und sagen, jetzt mache ich Wissensmanagement oder ich mache mal ein bisschen PE und jetzt mache ich Wissensmanagement, sondern Mensch, Organisation, Technik müssen aufeinander abgestimmt sein. Die Leute müssen miteinander reden und müssen gemeinsame Lösungen finden und dann machen wir systematisches Wissensmanagement. Das war's. Vielen Dank. Ich freue mich jetzt auf eure Rückfragen und die Diskussion ist eröffnet. Gut, ganz, ganz vielen Dank erstmal. Ich habe gesehen, Markus hat eine sehr interessante Frage mit reingestellt und dann auch der Herr König. Wir fangen vielleicht mit Markus als erstes an, würde ich denken. Markus, willst du deine Frage nochmal erläutern? Ja, also Standards werden ja immer dann geschaffen, wenn ein Bedarf besteht. Und jetzt stellt sich mir die Frage, wer den Bedarf hier letztlich formuliert hat, weil Wissensmanagement wird ja in den anderen Publikationen ja als ein Teil des Ressourcenmanagements gesehen, in der 9001 und auch in der 9004 sehr intensiv beschrieben. Was war jetzt letztlich das auslösende Moment, hier eine eigene
eine eigene ISO zu machen? Sehr gute Frage, tatsächlich, ja. Also die erste Sache ist, ob sie in der 9001 ausführlich beschrieben ist, also im Kapitel Wissen der Organisation ist, wird es beschrieben, die zum Beispiel die Transformationsprozesse und die Systematisierung von Wissensmanagement-Aktivitäten werden dann nicht beschrieben. Da geht es eher darum, dass das Wissen der Organisation im Kontext von Qualität eine Rolle spielt. Ja? Aber du hast natürlich recht, wir Wissensmanager haben uns gefreut, dass wir jetzt in der 9001 da drinstehen. Ja? Aber kann man einfach sagen, da ist anerkannt worden, dass es eine Bedeutung hat. Und der nächste Schritt ist eben, dass diese Bedeutung jetzt nochmal klarer ausbuchstabiert worden ist. Ja, das also wenn du sozusagen der Meinung bist, auch im Kontext von Qualitätsmanagement, dass das Wissen deiner Organisation relevant ist und wichtig ist und du aber auch noch sozusagen den Wunsch hast, das Thema noch wesentlich zu vertiefen, dann hast du dafür jetzt eben auch eine Norm zur Verfügung. Ja, aber dass es eine gewisse Rivalität möglicherweise gibt, will ich dir gar nicht jetzt sozusagen vom Brot nehmen. Aber also die Anforderungen sind in der 3041 also nicht zu vergleichen mit der von der 9001. Das sind, glaube ich, 4 oder 5 Anforderungen, die haben wir ja einen ganzen Berg. Also das ist schon was anderes. Ja. Und der Bedarf, der Bedarf ist, weil Firmen glauben, dass das Thema Wissen für ihre Produktivität immer wichtiger wird. Und also sozusagen die ganzen Diskurse über Wissensgesellschaft, Lernen der Organisation und so sind dann damit eigentlich dann adressiert worden. Die Frage wäre eigentlich eher, warum jetzt erst und nicht schon vor 10 Jahren oder so. Und da wäre vielleicht die Antwort gewesen, weil das Thema noch nicht reif ist für eine Normierung. Also ich hoffe, ja, jemand stellt mir die Frage, kann ich denn Wissen überhaupt normieren? Ja, das ist eine spannende Frage auch. Ja. Ist es für dich eine Antwort, Markus? Ja, super, vielen Dank, war sehr umfangreich, danke. Okay. Gut, dann habe ich jetzt noch eine Frage gleich relativ weit vom Anfang von der Ruth da. Ruth, möchtest du die Frage nochmal erläutern? Es geht um diese Zertifizierung. Ja, danke schön, dass du mich dran nimmst, Dirk, weil ich muss heute wieder pünktlich verschwinden. Ich habe eigentlich 2 pragmatische Fragen. Das eine ist, was ist eigentlich der Wert von dem Zertifikat, beziehungsweise wie kann man das erreichen? Gibt es dieses Zertifikat schon? Wie schaut das aus? Vielleicht, also das ist die erste Frage. Und für mich nochmal so ganz pragmatisch, gibt es denn auch so Checklisten im Anhang, die ich von anderen Normen kenne? Also jetzt weiß ich nicht, welche Checklisten du von anderen Normen kennst. Also, Checklisten, die man beim Audit zum Beispiel abarbeiten kann oder zur Vorbereitung für das Audit. Ja, aber es sind da dann keine Checklisten der Norm selber, sondern es gibt ja Normen für die Implementierung oder für Audits gibt es ja dann praktisch eigene. Genau, Normen. Genau, für Audits, ja. Genau. Also das gibt es alles noch. Wie kann das eben im Unternehmen dann, wie bereitet man sich darauf vor und so? Ja, da kann ich dir sagen, das ist alles noch im Werden. Du musst sehen, dass, guck mal, die 9001, die hat ja eine Geschichte von 30 Jahren oder so. Das hat sich ja alles langsam entwickelt. Und wir sind jetzt praktisch 2 Jahre im Rollen. Und die DIN-Spec, von der ich ja vorher auch gesprochen habe, soll dann ein Schritt in die Richtung sein. Es gibt auch die Überlegung, auf ISO-Ebene eine Implementierungsguideline zu schreiben. Mhm. Aber das ist alles noch im Werden. Also wenn du da dich aufgerufen fühlst, ihr müsst auch verstehen, dieses Dokument ist jetzt ein öffentliches Dokument. Jeder kann damit machen, was er möchte. Man kann sich es unter das Kopfkissen legen oder aber wir zwei gründen jetzt eine Firma und sagen, wir zertifizieren jetzt nach 3041. Das hat halt keine Glaubwürdigkeit, wenn wir zwei das machen. Da muss dann halt TÜV oder was draufstehen. Aber im Prinzip ist es jetzt einfach ein öffentliches Dokument mit Anforderungen und jeder darf damit machen, was er will. Und wenn dann jemand eben Auditierungsguidelines dafür schreiben möchte, darf er das. Die Frage ist dann, ob es dann DIN heißt oder nicht DIN. Aber der ganze Zertifizierungs- und Auditierungs- und Akkreditierungskontext, der ist noch gar nicht geschaffen. Ich kann dir sagen, dass wir da an Gesprächen dran sind. Aber das sind richtig dicke Bretter, kann ich dir sagen, die wir da bohren müssen. Und das dauert noch eine Weile. Ja, und das dauert, also ich denke nicht, dass ich noch richtig erleben würde. Also selbst wenn es ein richtig guter Standard ist und die Wirtschaft braucht den, ich glaube nicht, dass ich dann noch erleben werde, dass das wirklich so hoch geht wie Qualität. Alles klar.
Ja. Ja, genau, das war eine gute Erläuterung, weil mir war noch nicht ganz klar, wie weit wir jetzt in dem Prozess schon Ja. sind. Das hörte sich schon fast so an, als wie wenn ein Unternehmen kurz vor einem Zertifikat stehen würde, aber ich hatte noch Schön nie etwas wäre. davon gehört. Genau, Also von genau. dem her, Also es ja. gibt in den USA eine Firma, die jetzt die eine Auditierung anbietet. Aber also ich kenne die handelnden Personen dort. Also ich würde mir da kein Zertifikat holen, ja. Okay. Aber man darf das machen. Hey, wir können jetzt Ruth und Mike draufschreiben, einen Stempel machen und dann kann das eine Firma an die Wand hängen. Aber das glaubt halt kein Mensch. Das ganze System basiert ja auf Vertrauen. Ja, ich vertraue dem TÜV, ich vertraue der DQS. Und deshalb glaube ich, die Firma, die vom TÜV sozusagen zertifiziert worden ist, egal mit welcher Norm, die ist ein bisschen besser als eine andere Firma. Aber theoretisch darf jeder alles machen. Ja, wir zwei. Also wir zwei machen das tut sicher nicht zusammen, weil ich kenne den ganzen Prozess von der ohne Gentechnik-Zertifizierung und Ja. dazu gehörte eben auch eine entsprechende Gesetzgebung, die Unterstützung der Bundesregierung und entsprechende Akkreditierungsstellen. Genau. Das ist ja kein akkreditierter Standard. Genau. Insofern ist dann immer noch die Frage, ja, Wer wer macht es denn unterstützt eigentlich? das, wer macht das eigentlich? Ja. Genau, wer Genau. macht welche, Also wir welcher, zwei wer? machen es nicht. Wir könnten es aber machen. Ich will es Wir auch nicht könnten es machen. machen, ja. Wir könnten es machen. Aber es gab schon Gespräche mit dem TÜV und mit der DQS auch. Und jetzt wieder neue. Aber das ist ein langer, langer, trockener Weg. Und wer den beschreiten möchte, der braucht Durchhaltevermögen. Ganz vielen Dank, Ruth. Und wir haben von der Elke, die hatte noch eine Frage gestellt. Ja, meine Frage war direkt zu Beginn, nämlich die, wie es gelingt, Tausende von Seiten aus einer ISO vom Papier tatsächlich ins Leben zu bekommen. Also ich kenne Qualitätsmanagement, tausend von Seiten TÜV-Dokumente und das ist ja immer relativ abstrakt. Das ist auch eine Menge Papier Ja. und kenne auf der anderen Seite Akkreditierung, Qualitätsakkreditierung von Studiengängen und Ähnlichem. Ja. Und meine Wahrnehmung in all der Zeit war, dass es nicht so sehr das Papier ist, sondern tatsächlich, dass von außen etwas draufschaut und man plötzlich Dinge implementieren oder umsetzen kann, die unter normalen Umständen nie möglich gewesen wären. Ist das damit gemeint? Also der Standard hat 28 Seiten. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist es wichtig für so eine Implementierung, dass es da eine dritte Seite gibt, die von außen drauf schaut. Also, und dann gibt es aber ja sozusagen die Leute, die mit Auditierungsbrillen drauf schauen und aber auch die Kunden, die drauf schauen. Ja, da weiß ich jetzt nicht genau, in welche Richtung deine Frage geht. Aber In das intern, in ja. intern, also die interne Wirkung. Es ist tatsächlich etwas, was Diskussionen anstößt und überhaupt ein Bewusstsein prägt. Ja, spannende Frage. Es gibt ja genügend Firmen, die sagen, ich rede eigentlich praktisch immer von Qualitätsmanagement, da haben wir einfach auch empirische Daten. Es gibt ja viele Unternehmen, die sagen, wir müssen das nur machen, weil VW das von uns will. Ja. Und es gibt eben auch, also ein Freund, der da sehr stark engagiert ist, der sagt, ja, 70%, 60% machen das eigentlich so, weil sie es brauchen. Und sie dokumentieren dementsprechend, und aber die 30 bis 40% haben verstanden, dass ich damit ein Instrument habe, mein Unternehmen strategisch weiterzuentwickeln. Ja, aber das ist eben, dazu sagt der Standard nichts. Du kannst es machen, wie du willst. Und man muss auch klar sagen, die ISO und DIN haben ja nichts mit der Auditierung zu tun oder Akkreditierung. Das sind unterschiedliche Systeme. Das muss man sich klar machen. Ja? Also TÜV als Beispiel nimmt ab. DIN hat damit nichts zu tun. Die DIN produziert Dokumente, die einer bestimmten Logik und einer bestimmten Rigorosität entsprechen. Aber dass dann hinten raus eine Firma sagt, hey, ich habe hier, dann steht zwar drin, nach den ISO so und so, aber TÜV macht das oder DQS macht das. Und das muss man ganz auseinanderhalten. Das heißt, ich habe im Prinzip gar nichts mit der Auditierung zu tun. Ich kann das natürlich machen, weil ich jetzt in dem Thema drin bin und sowas. Aber im Prinzip sind es ganz andere Menschen, die sozusagen ein ganz anderes Berufsbild, so, wenn du so willst, haben. Das sind unterschiedliche Sachverhalte. Die eine schreiben es und die anderen wenden es an und die anderen kontrollieren es. Ja, so sieht es eigentlich aus. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen aus der Runde selber?
Wenn das nicht der Fall ist, hätte ich vielleicht noch eine Frage. Kannst du mal diese Erfahrung kurz darlegen, wie dieser gesamte Erstellungsprozess von der DIN deinerseits mit abgelaufen ist, wie viel Aufwand da reingeflossen ist, was du heute wieder genauso machen würdest, würdest du dich überhaupt wieder an so einem Prozess beteiligen? Was war deine Motivation? Was ist gut gelaufen und was würdest du vielleicht jetzt anders machen? Also meinst du das Ganze von meinem persönlichen Verhalten her? Ja, von dir, von deiner Position aus jetzt und deiner Mitarbeit Ja, dazu. also es hat sich auf, also gelohnt hat sich auf jeden Fall. Also ich habe viele 100 Arbeitsstunden rein. Also das kannst du gar nicht zählen. Ja, aber und es ist alles unentgeltlich natürlich. Ja, also ich hatte schon längere Jahre, eigentlich schon 10 Jahre, immer das Gefühl, also ich hätte mir immer gewünscht, dass es mal so eine Art Konsolidierung des Themas Wissensmanagement gibt. Dass man also gar nicht, dass wir alle das Gleiche machen müssen, aber dass wir Referenzpunkte haben. Das heißt, für mich war das auch eine Möglichkeit, den ganz breiten Diskurs um Wissensmanagement ein bisschen mehr Transparenz reinzukriegen. Man, im Sinne von, in der ISO steht das, aber ich meine es ganz anders und es ist genauso wertvoll. Aber dann kann man sich besser verstehen, also sozusagen als Plattform, auf der die Diskussion und die Weiterentwicklung von Wissensmanagement laufen könnte. Das ist so ein bisschen mein Impuls gewesen, mich da sehr stark zu engagieren. Und ob das gelingt oder nicht, also es gibt jetzt auch in die Richtung, gibt es Initiativen, dass man das vielleicht auch stärker in ein Curriculum für die Ausbildung nehmen kann von Wissensmanagerinnen. Das ist aber alles im Werden. Ich kann es nicht anders sagen. Und am Ende entscheiden wir alle, ob wir es annehmen oder nicht annehmen. Aber das war für mich eigentlich die Kernmotivation. Was würde ich operativ anders machen? Also ich bin sehr stark argumentorientiert und ich bin auch sehr stark regelorientiert. Und den Part habe ich sehr stark gespielt. Und ich glaube, das war auch gut. Ich war so ein bisschen der Polizist, wenn ihr so wollt. Also Polizist nicht, aber ich habe gesagt, Leute, aber so steht es in der Definition drin und so müssen wir das machen und so. Und da gibt es natürlich andere Persönlichkeiten, die eine andere Sichtweise haben. Und na, wie sage ich das möglichst diplomatisch? Es werden auch Gespräche geführt außerhalb des eigentlichen Working Rooms. Ja? Und also sagen wir mal, da wird auch Diplomatie betrieben. Ja, und das habe ich jetzt gelernt und das ist gut. Das heißt, da würde ich in Zukunft nochmal auch stärker Diplomatie mit betreiben. Aber ansonsten, also ich bin, wie gesagt, Philosoph und also nicht alle, aber einige Philosophen haben ja eine Neigung dazu, rationale Diskurse zu führen. Und ich muss echt sagen, dass die Qualität der Argumentation in den Räumen, wo wir uns bewegt haben, die war schon für mich sehr bemerkenswert. Das habe ich auch in einem philosophischen Doktorandenkolloquium nicht gehabt, dass man wirklich bemüht war zu schauen, was ist ein Argument und was ist nur Meinung. Ja, und das hat mich total angefixt. Deshalb würde ich es auch wieder machen. Ja, jetzt im zweiten Gang ja sogar, jetzt haben wir eine feste Grundlage und jetzt können wir noch viel stärker in die Details gehen. Jetzt können wir sozusagen noch präziser arbeiten. Aber das hat mich sehr beeindruckt und ich bin ein großer Fan davon geworden eigentlich. Ja. Und deshalb waren diese vielen 100 Arbeitsstunden nicht vergeudet für mich. Gut, in Ordnung. Ganz vielen Dank. Ich sehe keine weitere Frage. Wer noch eine hat, jetzt ist die Chance, die noch zu stellen. Ansonsten haben wir unsere Stunde auch sehr gut geschafft. Also ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich, Mike, bei dir, dass du Zeit hattest und dir die Zeit genommen hast, hier bei uns das Thema so vorzustellen. Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen, die jetzt live dabei sind, weil die Live-Teilnehmer dabei zu haben, ist für Referenten natürlich deutlich besser. Also ganz vielen Dank nochmal, Mike. Gerne. Ich bedanke mich bei euch auch. Danke auch für die Einladung.